Herr Oettinger, Deutschland ist das Land der Weltmarktführer, der Hidden Champions, der starken Familienunternehmen. Alles gut im Moment in der deutschen Wirtschaft? Treffen wir im Moment die richtigen politischen Entscheidungen? Thema Klimapolitik? Wir brauchen in der Struktur unserer Wirtschaft beides. Wir brauchen die Weltmarktführer im DAX und wir brauchen die Zulieferer, die Hidden Champions aus den Seitentälern Deutschlands, die aber mit ihrem Produkt im Weltmarkt mitmischen. Wenn Sie einen Lastkraftwagen bauen, auch 1000 Handwerker könnten kein Auto bauen, aber Daimler kann dies. Aber Daimler braucht dafür Zulieferung von Familienbetrieben aus Westfalen, aus Baden-Württemberg, aus Bayern. Insofern ist die Struktur gut. Wir müssen jetzt nur eines tun, um den Standort Deutschland zu stärken, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und bei allem Respekt vor Klimaschutz, der ganz wichtig ist, Arbeitsplätze und bezahlbare Produkte in der Industrie, Stahl, Aluminium, Kupfer, sind vergleichbar wichtig. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die auch herausragenden Unternehmen, die wir in Deutschland schon haben, dass die in den wichtigen Feldern, in den wichtigen Herausforderungen, Digitalisierung beispielsweise, dass die da ein Wörtchen mitsprechen können mit den anderen großen Akteuren, China, USA namentlich? Wir haben ja derzeit die Begegnung der IT-Spezialisten und der Ingenieure. Bei den Ingenieuren sind wir sehr stark. Biegen, Stanzen, Nippeln, Lasern, Lochen, Schneiden, das können wir. Aber Big Data können wir noch nicht genügend. Deswegen ist Industrie 4.0 ganz wichtig. Wir müssen die Digitalisierung der Fabrik hinbekommen und müssen aus Daten unserer Kunden Dienstleistungen entwickeln. Da sehe ich eine Chance, aber klar ist, man muss begreifen, dass wir derzeit dabei zurückliegen. Nochmal die Frage zur Tagespolitik. Wir haben jetzt, stehen vor konjunkturellen schwierigeren Zeiten. Ist das denn richtig erkannt? Wie schätzen Sie die nächsten ein, zwei Jahre ein wirtschaftlich für die deutsche Wirtschaft? Wir haben Stagnation und Rezession aufgrund von äußeren Umständen und aufgrund von inneren Umständen. Äußere Umstände wie Handelskrieg, China, USA können wir nur eingeschränkt beeinflussen. Innere Umstände sehr wohl. Die Rente mit 63 war falsch. Franz Müntefering hat die Rente mit 67 vorgeschlagen. Und jetzt geht es in die andere Richtung. Wir müssen dringend über die Rente mit 70 sprechen und über Qualifikation von Menschen. Längere Arbeitszeit in der Woche und im Leben. Wir brauchen Fachkräfte, die derzeit in Ruhestand gehen, vor Ruhestand. Und von daher ist, glaube ich, die Debatte um den Standort Deutschland noch nicht auf gutem Wege. Sie sind nah an der Politik, auch an der deutschen Politik, obwohl Sie in Europa Ihren Schwerpunkt haben. Wie ist das Thema denn erkannt in den entscheidenden politischen Kreisen? Sie kennen die Politiker, die Verantwortung tragen. Wissen die, was gefragt ist zurzeit? Die erkennen dies. Die Kanzlerin Olaf Scholz, die erkennen dies. Aber die Koalitionsvereinbarung ist noch in einer guten alten Zeit gemacht worden. Das Füllhorn von Sozialleistungen ist noch immer nicht im Archiv. Und die SPD hat nicht die Kraft, ihren Wählern und Mitgliedern zu sagen, was Sache ist. Und die CDU folgt diesem Kurs auch aus Angst um die AfD. Wir sind derzeit etwas eingekeilt zwischen den Grünen und nur Klimaschutz und der AfD. Und die beiden großen Volksparteien müssen die Kraft haben, den Menschen zu sagen, wo wir stehen und eine Agenda-Politik neu anzugehen. Danke fürs Gespräch. Gerne. Danke.